Ja, Klaus Pohlen, die Weltmeisterschaften hier in London Livelli sind gestartet. Die Teamwettbewerbe sind durch. Resümee haben wir: 2 sechste Plätze, 1 siebten und 1 achten. Muss man sich jetzt Sorgen machen in Richtung der Einzelwettkämpfe? Also den Vergleich mag ich jetzt nicht direkt ziehen. Die Mannschaften resultieren ja nicht aus individuellen Leistungen, sondern immer aus 3, die gemeinsam fahren. Ob wir da zurzeit so ausgeglichen besetzt sind, wie wir uns das gerne gewünscht hätten, das muss dahingestellt bleiben. Aber ich sehe jetzt erstmal keine Probleme Richtung den Einzelläufen. Da denke ich mir, sieht die Welt dann wieder anders aus. Dennoch ist es natürlich ein Riesenunterschied im Vergleich zur WM in Augsburg. Hat tatsächlich der Heimvorteil so viel zugeschlagen gehabt im vorigen Jahr? Ja, im Nachhinein muss man dann schon jetzt mal das so bewerten, dass sicherlich die eine oder andere Schwäche auch durch einen Heimvorteil in Augsburg überdeckt worden ist. Man sieht hier, wie stark die Briten performen auf ihrer eigenen Strecke, haben auch ihr Leistungszentrum hier. Also der Heimvorteil spielt bei uns sicherlich in den letzten Jahren immer mehr eine Rolle. Aber nichtsdestotrotz, wir haben heute die richtige Einstellung auch nicht gefunden. Ja, jetzt geht es darum, das Team aufzurichten, neu zu schauen, wo wir noch ein paar Stellschrauben finden können und dann mit der entsprechenden Motivation eben in die Einzelläufe zu gehen. Ja, dann dafür viel Glück. Dankeschön.